Ja, ich gehe ja schon immer etwas früher live, weil ich die Gelegenheit geben möchte, anderen sich schon immer einzuwählen. Und das kann jetzt in den Sekunden passieren. Wir haben heute die vielleicht, ich habe gar nicht nachgerechnet, 110. den 110. das 110. Seminar, 110. Beitrag von AG Smart für alle Abonnenten, die AG Smart abonniert haben. Und es ist ja, es gibt ja immer was Neues und ich verspreche jetzt, dass es auch heute wieder etwas Neues gibt. Und nicht nur ich allein bin aufgeregt. Das werden wir sehen. Aber es ist noch nicht 20 Uhr und ich denke, wir sollten auch ruhig eine Minute dann noch warten, bis sich entsprechende Teilnehmer, Abonnenten eingewählt haben. Ja, heute bin ich an einem anderen Ort, weg, verstoßen, weggeschoben, ausgewiesen aus von meinem anvertrauten Büroplatz in unserem Bürogebäude. Und das hat seinen Grund. Das werden Sie auch erfahren, was es für einen Grund hat. Und wie gesagt, wir machen heute mal etwas Neues. Wir müssen eigentlich immer was Neues machen, denn davon lebt ja das Ziel Leben ohne Krankheit. Man muss etwas Neues kennenlernen, man muss sein Wissen erweitern und dann in völliger Freiheit selbst nach eigenem Ermessen das Neue anzuwenden. Warum können wir das Neue anwenden? Weil das ohne Risiko, ohne Gefahren, ohne Nebenwirkungen ist. Und das hat den Vorteil, dass wir es auch gleich in Selbstanwendung einsetzen können, weil wir natürlich leider diese neuen Methoden, die ja immer mehr zunehmen, wir haben ja eine rasante Geschwindigkeit, eine Zunahme von neuen Methoden, diese neuen Methoden finden wir bei unseren Ärzten, Heilpraktikern nicht vor. Deshalb heute etwas Neues. Also jetzt kann ich beginnen, offizielle Begrüßung. Ich begrüße Sie alle hier zu unserem heutigen Seminar. Heute haben wir, wie ich schon einleitend sagte, ich möchte es aber nochmal wiederholen, natürlich lieber etwas Neues. Wir leben von dem Neuen, denn das Neue bringt uns weiter. Das Neue gibt uns die Chance für neues Wissen. Und mit dem Wissen können wir dann selbst einschätzen, wollen wir das einsetzen, wollen wir das gebrauchen für die verbesserte Lebensqualität, die wir anstreben, wollen wir es einsetzen für Leben ohne Krankheit. Davon lebt agilSMART, dieses Wissen zu vermitteln, diese Informationen Ihnen zu geben. Also seien Sie gespannt, was wir heute Neues haben. Ich stelle vor, gleich in einem Tafel, in einem Bild. Ich stelle vor, Renate Ulrich, meine Frau, sie hat sich vorbereitet heute auf ein ganz spezielles Thema. Das Thema, das könnte für uns alle sehr wichtig sein. Das entscheiden Sie dann selbst. Ich sage Ihnen auf jeden Fall, es ist garantiert neu für Sie. Es ist aus der Sicht von Renate, die sehr intensiv die Literatur dazu studiert hat und sich damit tiefgehend beschäftigt hat, für uns. Und ich bin ja auch dankbar, dass sie uns dieses Wissen vermittelt und freuen Sie sich auf den ersten Vortrag in agilSMART von Renate Ulrich. Ich will mal gleich übergeben. So, Renate, ich begrüße dich. Ja, vielen Und Dank, Werner, für die Vorstellung und ich begrüße auch alle Zuschauerinnen und Zuschauer und bin auch sehr aufgeregt von meinem heutigen Fernsehdebüt sozusagen. Ich habe mich mit dem Thema beschäftigt, ich habe schöne Bücher gelesen, was Bäume gegen Krebs uns Gutes tun könnten. Und da sind wir auch schon gleich mittendrin. Haben Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schon mal einen Baum umarmt? Halten Sie das für eine Spinnerei? Oder was ist dran an der These, die Natur könnte für unsere Gesundheit von größter Wichtigkeit sein, uns sogar heilen? Wenn Sie diese Chance nutzen wollen für Leben ohne Krankheit, dann folgen Sie meinen Ausführungen bis zum Ende.
Erst dann können Sie diese einfache und völlig kostenfreie Methode nach eigenem Ermessen einsetzen, um Ihre Lebensqualität drastisch zu verbessern. Lassen Sie mich zu Anfang eine kleine Geschichte erzählen, die ich aus dem Buch von Clemens G. Arvey, Der Heilungscode der Natur, erfahren habe. Der Autor, ein junger österreichischer Biologe, musste einige Zeit an der Seite seines sehr kranken, erst 17 Monate alten Sohnes im Krankenhaus verbringen. Fast noch ein Baby hatte der Kleine Tag für Tag schwerwiegende Untersuchungen und Behandlungen durchzustehen. Manchmal mehrmals am Tag wurde dem kleinen Jungen in den Finger gestochen, um Blut zu entnehmen. Eine sehr schmerzhafte Angelegenheit für ein solch kleines Baby. Zum Glück konnte der Vater mit dem Jungen aber auch jeden Tag ins Freie, denn die Kinderklinik lag am Rande eines ausgedehnten Waldgebietes und so führte die beiden ihr Weg immer dort hinaus. Schon wenn sie das Klinikgelände durch das große Tor verließen, begann der kleine Patient vor Freude mit den Beinchen zu zappeln und zu jauchzen. Im Wald musterte er mit weit aufgerissenen Augen die großen Bäume von oben bis unten, durch deren goldgelbes Laub die Herbstsonne strahlte. Vater und Sohn spielten oft stundenlang im Wald zusammen, sammelten die letzten Beeren des Sommers und Pilze und Blätter und kamen von jedem Ausflug frohgestimmt und ausgeglichen und entspannt zurück. Diese Ausflüge haben bestimmt dazu beigetragen, den anstrengenden Klinikaufenthalt besonders für den kleinen Kranken, aber auch für seinen Vater besser zu ertragen. Wer von uns hat das nicht auch schon mal erlebt, nach einem Spaziergang, einer Wanderung, einem mehr oder weniger ausgedehnten Aufenthalt im Wald und Flur, entspannt und gestärkt, gut gelaunt und mit freiem Kopf in den Alltag zurückzukehren? Was passiert mit uns in der Wechselwirkung zwischen uns und der Natur? Wir Menschen sind Naturwesen, hervorgegangen aus der Natur und zugleich auch ein Teil von ihr. Zwischen Mensch und Natur bestehen die vielfältigsten Wechselwirkungen. Beispielsweise die Atmung, unser Essen und Trinken, die Bewegung, Sehen, Hören, Fühlen, Riechen und vieles, vieles mehr. Jedem sei klar oder ist auch klar, dass wir zum Beispiel ohne zu atmen, ohne genügende Aufnahme von Sauerstoff nicht leben könnten. Durch die Entstehung der Sauerstoffatmosphäre wurde ja überhaupt erst die Entwicklung des pflanzlichen und tierischen Lebens auf der Erde möglich. Wenn wir unsere in der Regel verschlossenen Räume, unsere Wohnung, unser Büro, unsere Arbeitsstätte verlassen und einfach vor die Tür ins Freie treten, nehmen wir bereits mit jedem Atemzug etwa die zehnfache Menge Sauerstoff, und zwar des lebensnotwendigen ionisierenden Sauerstoffs, auf als Zufuhr in unseren Räumen. Wenn wir uns aber in die Natur, in den Wald begeben, dann nehmen wir mit jedem einzelnen Atemzug sogar die etwa 100-fache Menge ionisierten Sauerstoffs auf. In den früheren AgilSmart-Beiträgen haben Sie ja schon erfahren, wie wichtig die Aufnahme von ionisiertem Sauerstoff für unser Immunsystem, für unsere Organe, für jede einzelne Zelle ist. Aber damit nicht genug. Was passiert noch weiter in dieser Mensch-Natur-Beziehung? Wissen Sie eigentlich, dass und wie die Pflanzen, die Bäume, die Insekten und die Tiere überhaupt untereinander kommunizieren? Wie sie sich über die sogenannten chemischen Worte des Waldes gegenseitig informieren, sich sogar über die verschiedenen Arten und Gattungen hinweg verständigen und zum Beispiel vor herannahenden Schädlingen warnen oder Nützlinge wie zum Beispiel Bienen zur Baumblüte anlocken. Und da findet enorm viel Kommunikation statt. Den Rinden der Bäume, den Blättern, den Nadeln, den Schalen der Früchte entströmen chemische Substanzen, Duftstoffe, sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe.
Eine Oberbezeichnung dafür lautet zum Beispiel Terpene. Dieser ganze Duftcocktail ist in der uns umgebenden Luft enthalten. Im Park mehr als in der Stadt, im Sommer mehr als im Winter, aber am stärksten sowieso im Wald. Diese Terpentine, man unterteilt sie je nach Herkunft auch noch ein in viele weitere Untergruppen wie Pinene, Limonene oder andere, diese Terpene atmen wir ein. Sie stärken unser Immunsystem und können uns sogar vor Krebs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen schützen. Terpene erhöhen, wissenschaftlich nachgewiesen, die Zahl und fördern die Aktivität der natürlichen Killerzellen im menschlichen Körper um bis zu 50%. Diese Killerzellen entfernen Viren und Krebszellen und potenzielle Krebszellen und bekämpfen sie, schreibt Arve in seinem Buch Der Biophilia-Effekt, Heilung aus dem Wald. Und weiter schreibt er, ebenso aktivieren die Terpene die drei wichtigsten Antikrebsproteine, mit denen unser Immunsystem Tumore bekämpft und uns vor Krebs schützt. Wenn ich nun auf die eingangs gestellte Frage zurückkommen darf, ob das Umarmen der Bäume eine Spinnerei irgendwelcher Ökofreaks ist, so muss die Erkenntnis nun lauten, keineswegs. Beim Umarmen eines Baumes atmen wir die Terpene aus nächster Nähe ein und nehmen sie über die Haut auf. Aber so muss man es ja nicht unbedingt machen. Der bloße Aufenthalt im Wald, wenn möglich natürlich täglich für 1 bis 2 Stunden oder auch mal einen ganzen Tag, das ist ebenso gesund. Machen Sie doch einfach einen ausgedehnten Waldspaziergang. Auch dabei atmen Sie diese wichtigen, gesund haltenden und gesund machenden sekundären Pflanzenstoffe ein. Der Wald und die Natur halten noch viele weitere Gesundheitswirkungen für uns bereit, von denen die Terpene nur ein kleiner Teil sind. Das Shirin-Yoku, das Waldbaden zum Beispiel, blickt in Japan auf eine lange Tradition in der Volksmedizin zurück. Die gleiche Tradition findet sich in Nord- und Südkorea und heißt dort Sanrim-Yok. Auch in der traditionellen chinesischen Medizin findet sich das alte Wissen über die Heilung aus der Natur. Ich wollte Sie mit meinem heutigen Beitrag neugierig machen und anregen, sich mit den geheimnisvollen, aber für uns zugleich lebensnotwendigen Wechselwirkungen zwischen Mensch und Natur zu beschäftigen, zu ihrem Wohlbefinden und ihrer Gesundheit nutzen. In dem Sinne danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und folgen Sie mir in den Wald. Dankeschön. Einen schönen Abend für Sie. Also Renate, das hat mir natürlich sehr gut gefallen. Vielen Dank. Ich glaube, auch im Namen der Teilnehmer dieses Live-Seminars und auch der Zuschauer der Aufzeichnung, denn die gibt es ja dann auch für diejenigen, die sich registriert haben, zu sprechen. Vielen Dank. Für mich war zum Beispiel neu, dass man um 50% die T-Zellen, also die Killerzellen, anreichern kann und sich sozusagen viel besser schützen kann gegen Angreifer, wie zum Beispiel Infekte und oder Keime, Bakterien, Viren und so weiter. Denn das sind ja die Ziele der T-Zellen, diese umzubringen. Also unser Immunsystem so zu stärken. Das ist eben so, wie das in deiner Überschrift deines Vortrags auch stand. Umarmen eines Baumes und wir besiegen Krebs. Das hört sich natürlich sehr gut an. Und da ich weiß, dass es auch viele andere interessiert und da ich weiß, dass die meisten Abonnenten von AgriSmart gerne etwas nachlesen, so möchte ich hier auch die Möglichkeit geben, das Ganze schriftlich herunterzuladen. Moment, dann mal sehen, ob meine Technik funktioniert. Dann biete ich jetzt an, dass Sie zum Download den Text herunterladen können. Und ich denke, dass alle Interessenten, die gerne etwas lesen und auch manchmal etwas Probleme haben, die Akustik zu verstehen und die gerne etwas nach Hause tragen, schwarz auf weiß, dass die jetzt ihre Möglichkeit bekommen. Also bitte
liebe Teilnehmer, nutzen Sie den Download. Das können Sie rechts tun und dann haben Sie das Dokument, können dort nachlesen, einerseits. Und andererseits steht auch natürlich auch die Frage, ob jetzt jemand überhaupt dazu Fragen hat. Ich selbst muss sagen, habe erst mal Antworten bekommen. Das Thema ist selbst für mich so neu, obwohl ich auch schon über ionisierte Sauerstoffmoleküle gesprochen habe. Aber dort ging es mir, wenn sich einige der Zuschauerinnen und Zuschauer erinnern, ging es mir damals darum, um den Umbau der DNA, den wir auch gestalten, der ständig stattfindet und positiv beeinflusst werden kann durch eine ausreichende Menge von negativen Sauerstoffionen, von denen du ja gesprochen hast, Renate. Vielen Dank. Ich will trotzdem mal noch ein paar Sekunden die Möglichkeit geben, hier den Download durchzuführen und dann mal kurz in den Chat umschalten, ob jemand eine Frage hier hat. Natürlich kann man auch Fragen stellen, wenn man sich die Aufzeichnung ansieht, was ich auch jedem empfehle, denn eine Wiederholung ist immer gut und verbessert das eigene Wissen, auch zu diesem Thema. Und deshalb auch nochmal darauf hingewiesen, auch in der Aufzeichnung kann man Fragen stellen. Ich stoppe jetzt mal das File-Sharing, also die Möglichkeit, das herunterzuladen. Hoffe, dass alle Interessenten vom Download Gebrauch gemacht haben und sehe mal nach im Chat, was dort vielleicht jemand als Frage hat. Ich darf mal Robert und Christina Schwellnuss sagen. Prima, Renate, war sehr interessant und lehrreich. Das ist natürlich toll. Viele, viele Grüße, weit um den halben Erdball. Renate, was sagst du dazu? Das ist ja toll. Das finde ich toll. Vielen lieben Dank. Ja. Ja. Vielleicht kann ich noch einen kleinen Ausblick geben auf mögliche weitere Themen. Und da wäre als erstes vielleicht sogar ein Perspektivenwechsel anzuregen. Wir haben ja gesagt, die Anzahl und die Aktivität der Killerzellen im menschlichen Körper nimmt zu, wenn wir in den Wald gehen. Aber stellen Sie sich doch mal einfach vor, dass wir in unserem Alltag, die wir in der Stadt leben oder Bürotäter sind, dass wir einfach zu wenige in unserem Körper haben und dass wir diesen Aufenthalt im Wald unbedingt brauchen, damit die Anzahl wieder zunimmt und ihre Aktivität. Das ist also eine ganz andere Ausgangsposition. Und das ist natürlich völlig klar. Im Raum ist der Wert 1. Wenn wir vor die Tür treten, ist der Wert 10. Und wenn wir in den Wald gehen, ist der Wert 100. Das habe ich ja in deinem Vortrag gelernt. Und das war mir vorher auch schon bekannt, nur in einem anderen Zusammenhang. Und ja. Das bedeutet, wir müssen 100 Mal im Raum atmen, bis wir so viel wertvolle Sauerstoffionen aufgenommen haben, um eben die Killerzellen zu erhöhen. Und da reicht ein einziger Atemzug im Wald. Ja, Sigrid Zoll. Ja, bitte. Ja, Sigrid Zoll schreibt, das war sehr interessant und sehr sympathisch vorgetragen. Dankeschön. Ich fand es auch sehr gut. Dankeschön. Ja, und Franzi schreibt, vielen Dank euch beiden. Prima. Recht vielen Dank. Vielen lieben Dank. Damit wären wir am Ende dieses Seminars angekommen. Freuen Sie sich auf das nächste Seminar. Ich lade Sie ein. Danke sehr.